Verbindungen zwischen Ihrer Fraktion, zwischen Ihrer Partei, der AfD und der russischen Regierung, wäre ich hier bei einer Debatte über den Verfassungsschutz und das Thema Spionageabwehr so klein mit Hut. Es geht aus den Zitaten, ich möchte das hier mal vortragen, die vom ZDF und vom Spiegel veröffentlicht worden sind, Zitate aus E-Mails aus dem Umkreis des russischen Staates um folgende Tatsachen. Ich zitiere, die AfD ist ein Glücksfall für Wladimir Putin. Aus diesen russischen E-Mails ist weiter zu lesen, dass Abgeordnete ihrer Fraktion unter, ich zitiere, absoluter Kontrolle Moskaus stehen. Weiter ist dort geplant, ein Aktionsplan für die Wahlkampagne von AfD-Kandidaten. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, angesichts der Europawahl sollten wir uns, wenn wir uns hier über das Thema Spionageabwehr unterhalten, ganz im Klaren darüber sein. Sie haben es gemeinsam mit Ihren Freunden in Moskau auf die liberale Demokratie in Europa und in Deutschland abgesehen. Und Sie stehen doch in Wahrheit Wladimir Putin näher als dem Grundgesetz. Und deswegen sollten Sie sich hüten, den anderen Fraktionen oder der deutschen Öffentlichkeit hier Vorhalte über die Fragen des Verfassungsschutzes und über das Grundgesetz zu machen. Sie sollten sich schämen, und dass Sie hier so rumschreien, das zeigt, dass an diesen ganzen Geschichten etwas dran ist. Und alle Bürgerinnen und Bürger, die wahlberechtigt sind bei der Europawahl, die müssen wissen, die AfD, das ist die Stimme Moskaus, das ist die Stimme gegen die liberale Demokratie bei der Europawahl. Und das dürfen unsere Bürgerinnen und Bürger auch mal erfahren vor der Europawahl.